StuGiTV, deine Stadt, dein Sender. Der Sprachtrend iBIMS und Fong geisterte die letzten Monate durchs Internet. Gerade junge User scheinen davon nicht genug zu kriegen. Was halten denn die Stuttgarter davon? Witzig oder einfach nur nervig? Den ganzen Tag kommen sie rein, iBIMS, Eliza, und so geht das den ganzen Tag bei uns auf der Arbeit. Also witzig wird es erst, wenn die alle betrunken sind, dann wird es richtig witzig. Das ist nicht witzig. Ich meine, warum soll es witzig sein? Du schreibst nur anders. Warum denkt ihr, kommt dieser iBIMS-Trend so gut an? Ich weiß nicht. So viele Sachen machen keinen Sinn und es kommt bei Menschen an. So ein Fitnessspinner, ich weiß nicht. Jemand erfindet das, macht damit Millionen Euro. Und das ist sinnlos. Ich beschäftige mich nicht damit, deswegen geht es mir auch nichts an. Und wenn es die Leute machen wollen, wollen sie es so machen. Irgendwann geht das alles wieder vorbei. Man muss nur gucken, die Fidget Spinners, die Dinger, die will jetzt schon keiner mehr haben. Und genauso wird es damit auch sein. Also man markiert sich halt immer in Facebook so und da wird halt drüber gelacht. Aber jetzt nicht, dass wir alle so reden oder so. iBIMS, eins Vater. Was hältst du von dem Trend? Ist halt da.